Wer in Neubrandenburg mit dem Zug ankommt oder mit dem Auto auf dem Ring fährt, dem werden die bunten Regenbogenfahnen vor dem Bahnhofsgebäude bestimmt nicht entgangen sein. Dass sie in dieser Woche wehen, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn mit einer Aktionswoche will der Verein Queer NB auf die Belange von Schwulen, Lesben und Transgendern aufmerksam machen. So gab es zum Auftakt am Montag eine Andacht in der Kirche der Friedensgemeinde. In der Predigt wurde unter anderem das Verhältnis zwischen queeren Menschen und dem christlichen Glauben thematisiert. Noch immer sträuben sich einige Kirchen davor, diese Personen gesellschaftlich anzuerkennen. Langsam aber sicher bessern sich aber die Beziehungen. Ja, ist ein ganz ambivalentes Verhältnis eigentlich, weil gerade die Schwul- und Lesbenbewegung hier in den neuen Bundesländern, die hattest du DDR-Zeiten, die Kirche als Schutzraum genutzt. Und da fing es an, dass sich eben Personen das erste Mal organisiert haben. Insofern hat die Kirche da eine hohe Bedeutung. Worauf sie jetzt ja wahrscheinlich anspielen, ist eben so, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht in allen Kirchen anerkannt werden. Und da haben wir auch hier mit Vorbehalten in Neubrandenburg zu tun gehabt, dass uns eben auch Kirchengemeinden begegnet sind, die sagten, nee, so eine Andacht wollen wir jetzt nicht bei uns haben. Und hier in der Friedensgemeinde wurden wir ganz freundlich aufgenommen, liegt vielleicht auch ein Stück weit am Namen. Und für uns ist das ganz wichtig, weil eben auch in Kirchgemeinden viele queere Personen sind. Und es ist für die einfach auch wichtig, dass es dazugehört, ihr Glaube und ihre sexuelle und geschlechtliche Identität. Und das gehört einfach für uns zum Leben dazu. Das sieht auch Pastorin Barbara Schnorr so, die durch die Andacht führte. Ihrer Meinung nach schließt der christliche Glauben queere Menschen nicht aus. Die Bibel ist aus ihrer Zeit zu verstehen und ich messe die Stellen, die schwierig sind, an dem, was Jesus gesagt hat, dass er ganz liebevoll mit den Menschen umgegangen ist und auch will, dass wir so miteinander umgehen. Mittlerweile haben das auch viele Kirchengemeinden erkannt und vollziehen einen Wandel. So können nun auch queere Personen ein Kirchenamt erlangen. Ja, ich bin ja eine lesbische Pastorin, also wir sind schon weiter, als Sie vielleicht denken. Und wir hatten in Hamburg einen schwulen Propst, der beinahe Bischof geworden wäre. Die Kirche, in der wir hier sind, die evangelische Nordkirche, die ist da sehr offen. Einzelne Gemeinden mal auch nicht. Die katholische Kirche sieht schon anders aus, manche Freikirchen auch. Aber wir sind vielleicht auch weiter, als manche Menschen denken, die so sich aus ihrem Konfirmandenunterricht noch an früher erinnern. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Nachricht für Schwule und Lesben und auch für die Kirche. Während der CSD-Woche will sich der Verein aber nicht nur mit dem Glauben auseinandersetzen, sondern sich bei Filmvorführungen und Buchvorstellungen mit der Geschichte der Bewegung auseinandersetzen. Am Donnerstag haben wir dann zwei Veranstaltungen. Einmal um 14 Uhr am Frauenehrenmal hier in Neubrandenburg. Da werden wir eine Gedenkveranstaltung abhalten mit einer Rede und einer Kranzniederlegung. Da geht es darum, um an die lesbischen Frauen zu erinnern, die hier in Neubrandenburg interniert waren, weil das eine bislang marginalisierte Gefangenengruppe ist und sie in der Erinnerungs- und Gedenkkultur nicht auftaucht. Und dann geht es kulturell weiter. Um 17 Uhr am Standesamt gibt es eine Autorenlesung zu dem Buch Heteros Fragen, Homos Antworten. Großer Höhepunkt wird dann am Samstag der große bunte Demonstrationszug durch die Innenstadt sein. Beginn ist um 14 Uhr am Busbahnhof. Um 16 Uhr lädt der Verein dann zum Fest vor dem Friedländer Tor und ab 22 Uhr zur großen Aftershow-Party ins Scala Event Center.